Zimmerbildung mit 1,5 Grad in 4 Minuten. Was ist 1,5 Grad? 1,5 Grad ist ein Projekt der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, durchgeführt von der Kooperative Berlin. Mein Name ist Vivienne und ich beschäftige mich vor allem mit der Klimabildung für junge BerlinerInnen auf Instagram. Ich zeige euch jetzt ein paar Ausschnitte aus unserer Arbeit und unserem Insta-Account. Wenn ihr wissen wollt, was auf den Posts steht, die ich euch jetzt zeige, dann folgt uns gerne auf Instagram unter @1,5 Grad. So, warum machen wir Klimabildung auf Instagram? Naja, die meisten Menschen wachen morgens auf und schauen als allererstes auf ihr Smartphone, genauer gesagt auf Instagram. Und das Gleiche passiert dann auch abends, kurz vor dem Schlafengehen. Deswegen ist Instagram für uns so ein riesiges Becken an Inspiration und Motivation. Und es ist so nah am Leben und am Alltag von uns wie kaum ein anderes Medium. Mit 1,5 Grad setzen wir genau hier an. Wir machen interaktive Klimabildung genau dort, wo wir uns sowieso schon aufhalten, wo wir uns vernetzen und wo wir unsere Inhalte beziehen. Dabei fragen wir uns immer, wie können wir verschiedene NutzerInnen für das Thema Klimaschutz begeistern? Wie können wir ihr Interesse dafür wecken und wie können wir dieses Interesse auch beibehalten? Denn wir richten uns nicht nur an diejenigen, die sich sowieso schon extrem engagieren oder die sich so ein bisschen für Klimaschutz interessieren, sondern auch an diejenigen, die mit Klimaschutz vielleicht überhaupt gar nichts anfangen können. Also kurz, wir richten uns an alle zwischen 14- und 28-Jährigen in Berlin. Besonders gut funktionieren bei uns Posts, die vielseitige Perspektiven aufzeigen, zum Beispiel Tweets, aber auch Kunstwerke. Außerdem funktionieren auch sehr gut Posts, die Hintergrundinfos geben zu zum Beispiel Aktionstagen. Außerdem verknüpfen wir die Bedürfnisse unserer Community, wie zum Beispiel Alltagsgewohnheiten, mit dem teilweise schwer verdaulichen Thema Klimaschutz und gehen so auf aktuelle Geschehnisse ein. Wir wollen aber auch komplexere Themen, die teilweise nur im universitären Kontext behandelt werden, niedrigschwellig aufbereiten, erklären und so vielen Menschen zugänglich machen. Hierfür haben wir uns das Nachrichtenportal Berliner Impulse ins Boot geholt und unter dem Titel Realitätscheck werden wir regelmäßig kleine Wissensnuggets posten, die ganz leicht verdaulich sind und direkt gespeichert und geteilt werden können. Ein weiteres Beispiel für unsere Arbeit ist die Kampagne #1,klar, in der wir jungen Leuten eine weitere Plattform bieten, um Fragen zu stellen, laut zu sein und Möglichkeiten vorzustellen, sich lokal zu engagieren. Ein Beispiel dafür ist Jule, aka Vegan Crybaby based in Berlin. Jule hat 17.000 FollowerInnen und hat uns in einem ganz kurzen Video erzählt, was ihr erster Berührungspunkt mit dem Thema Klimaschutz war. Weitere Personen, die bei uns zu Wort gekommen sind, waren Miguel, Leonie, Dante, Mia, Safira, aber auch viele andere. Am 22. April steht auch übrigens unser nächster digitale Girls Day an. Daher stellen wir im April auch unserer Insta-Community Berufe mit Bezug zum Klimaschutz vor. Das heißt, Menschen aus genau diesen Berufsgruppen werden berichten, was sie an einem typischen Arbeitstag so machen, wie sie eigentlich zu ihrem Beruf bzw. Engagement kamen und was sie eigentlich im Arbeitsalltag so antreibt. Wir freuen uns übrigens über weitere AkteurInnen, die sich und ihren Beruf vorstellen möchten. Warum machen wir das Ganze? Wir glauben, nur wer wirklich verstanden hat, worauf es beim Thema Klimaschutz ankommt, kann auch klimagerecht handeln. Durch die vermittelten Inhalte glauben wir, dass FollowerInnen selbstbestimmt eine eigene Haltung entwickeln können, sich einbringen und aktiv werden. Instagram ist dabei nur eins unserer vielen Formate. Wir machen Workshops, digitale und analoge Events und erstellen Bildungsmaterialien für die schulische und außerschulische Bildung. Schaut gerne auf unserer Website vorbei für mehr Aktionen unter 1,5grad.de oder folgt uns auf Instagram und Facebook unter @1,5grad. Vielen Dank und stay tuned. Danke, Vivienne. Okay,